So, dann wollen wir mal gucken. Wir werden jetzt mal probieren im Dossier mal hier Überfall zu machen und zwar 10 Kills mit Granaten im Nahkampf. Das heißt, ich muss unter 5 Meter ran. Und das Gute ist, ich muss gerade mal nur. Scheiße. Und ich muss gerade mal nur dafür erstmal in die Nähe rein. Ich habe einen meiner Leute abgestellt, um sie durch den Tunnel zu führen. Wenn sie drin sind, kann also ganz interessant werden. Schalten sie die Schütze aus und machen so den Weg für den Angriff frei. Alles, was danach kommt, hängt von ihnen ab. Oben kämpfen die NPCs. Ich bin mal gespannt, ob der eine NPC das da oben regelt. Oben ist tot, okay. Ich habe extra mal Shortbow ausgerüstet, dass ich nur noch. Er ist doch noch da. Okay. Dass ich nur 0,2 Sekunden habe für die Explosion. So, mal gucken, ob das klappt. Bin gespannt. Scheint angerechnet zu haben. Uhuhu, die fliegen aber. So, wir schauen gleich mal, wenn ich da drüben den einen Typen noch platt gemacht habe. Nachteil ist natürlich, wie kriegen wir Granaten? Immer und immer wieder. Am besten wäre es natürlich mit finale Maßnahme zu machen. Und ich glaube, das machen wir auch gleich mal. Boom. Gut, warte, warte. Oh, die sind schon da. Er gibt nicht auf, der Junge. Schauen wir mal kurz nach. Oh, schon fertig. Das waren schon 10 Feinde. Und das ging ja schnell. Ich dachte, ich muss 3x 10 Feinde platt machen. Ja, das war das liebe Video, meine Damen und Herren. Nein. Was machen wir sonst noch jetzt? Ich hätte gedacht, dass ich jetzt mehr machen muss. Wir schauen nochmal schnell für die Masken. So wie wir sehen, ja, ist nicht mehr viel. Etwas 54 Stück noch. Müssen wir auch, ich würde mal sagen, 2 Missionen machen, dann haben wir das. So, was ist das hier? Mit erhöhten Nahkampfschaden müssen wir auch noch mal ein paar machen. Das kriegen wir, glaube ich, auch hin. Ja, Behälter kaufen ist halt so eine Sache für sich. Da muss ich halt irgendwann mal farmen, farmen, farmen. Das würde ich dann wahrscheinlich die am Wochenende machen und die Montag und Dienstag, bis es dann aufhört. Und dann werde ich mir die Dinger kaufen ohne Ende. Warte, halt, da ist es doch. 10 Granatentötungen. Ach so, das eine ist einmal gewesen und das ist Ananas. Siehst du, ist doch ein bisschen mehr. Was ist das da oben? Was war denn jetzt das andere? Scheint. Nee, aber Tempomeister hatten wir doch schon. Boom. Dynamisch. Ja, keine Ahnung, was das jetzt war. Wir schauen mal, ob ich schnell die Ausrüstung. Nicht in einem Kampf. Okay. Dann machen wir es uns einfach. Machen wir es uns ganz einfach. Ich kann mich doch jetzt nicht immer ein- und ausloggen, wie bescheuert. Naja, müssen wir einfach mal hoffen, dass wir nochmal die ein oder andere Stelle finden. Das Krasse ist natürlich auf dem Modus, wenn man alleine spielt, hat man kein Skalieren. Der Gegner, man ist sogar ziemlich weit darunter. Also das Skalieren ist reduziert, besser gesagt. Und dadurch, ja, fallen die Gegner hier mit wenigen Schüssen. Die haben halt weniger HP. Da fragt sich der ein oder andere sicherlich jetzt von euch, sag mal, Hawk, warum spielst du denn nicht schon die ganze Zeit das Ding alleine? Naja, das ist eine ganz einfache Sache. Wenn man alleine spielt, hat man nicht genug Loot. Da ist auch die Tropfchance von Gegenständen weitaus geringer. Und ich konnte leider noch nicht beweisen, ob das auch was mit den klassifizierten Sachen zu tun hat. Klar, die neuen klassifizierten Sachen sind nicht da drin. Das ist klar. Ob das mit Feuer auch zählt? Ich glaube aber nicht. Granate ist Granate. Wir können es mal ausprobieren. Ich huste mal ein paar an. Das kenne ich ja momentan ganz gut. So. Oh, fuck. Ich könnte schwören, er hat gerade noch ihn angevisiert. Nein. Okay, er brennt. Ich bin gespannt. Das dauert aber, Keule. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
Können wir ihn schocken? Das muss ich mir mal was auslegen. Das muss ich wahrscheinlich mit finale Maßnahme machen. Aber ich habe nur... Doch, finale Maßnahme als Heiler habe ich nur. Und eine finale Maßnahme als PvP. Wird sich zeigen, ob das PvP vielleicht für diesen Modus hier geeignet ist. Wir machen eigentlich so viel Schaden, das sollte eigentlich okay sein. Eigentlich. Ich habe auch mal geguckert, geguckert. Man kann es auch mit anderen so, ja. Grundsätzlich empfiehlt es sich momentan, habe ich herausgefunden, ich habe heute so gut wie gar nicht aufgenommen, um die Vorgeschichte zu erzählen. Ich habe ein bisschen getestet, während ich gerendert habe für eure Folgen, die ja jetzt endlich mal angelaufen sind. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist doch weitaus effektiver, diesen Quatsch hier alles alleine zu spielen. Und das Einzige, was sich wirklich lohnt, in der Gruppe zu spielen, ist und bleibt Falcon Lost. In den 1500 Punkten, die man da kriegt, aber wie gesagt, das dauert zu lange. Selbst wenn du dann Speedrun machst, eine halbe Stunde bist du immer unterwegs. Und ja, Falcon Lost, was heißt Falcon Lost hier? Wie heißt das? Clear Sky ist aber auf jeden Fall eine weitaus bessere Lösung. Und wenn man das leider nicht so gut alleine kann, also zumindest ist es mir in diesem Patch noch nicht so bewusst, wie man das gut machen kann. So, Flinter, okay. Das hat nichts mit dem Event zu tun, das ist einfach aus der Story. Ja, aus der Story sag ich schon. Das sind die normalen, boah, hier. 32.000. Nicht mal mein Heiler macht so viel. Ich konnte nicht... Habt ihr das gesehen? Ich konnte mein Medkit nicht benutzen. So ein... Oh, da hat er das tatsächlich zerschossen. War gerade aber nochmal Glück, ey. Wann habe ich denn meinen Survival-Link verloren? Habe ich da gerade irgendwas verpasst? Habe ich im ganzen Quatschen und Testen irgendwie was verpasst? Oh, ja. Ich habe auf jeden Fall verpasst, den Knopf zu drücken, ne? So, dankeschön. Zugriff auf Abwehrsystem. Zugriff erfolgt. Hier liegt nichts mehr? Okay. Schalte automatische Geschütze aus. Ja, Granaten, ne? Sind erledigt. Schlagen Sie sich zu unseren Truppen durch und machen Sie den Sack zu. Das Einzige, was du machen kannst, ist 4 Gegner töten. Jetzt versuchen, so viele Gegner wie es geht zu töten mit einer Granate. Mission neu starten, schnell zur Operationsbasis, Munition erfüllen, da kriegst du immer eine volle Reihe an Granaten und ja, machst einfach dich dann wieder Fast Travel zurück zu den. Fast Travelst du einfach ganz schnell zurück zu den. Oh nein, ich brenne. Ich habe vergessen, auf diesem Set habe ich keinen Brandwiderstand. Das war gerade ein Gedankenfehler. Ja, pass mal auf, Junge, komm doch mit mir. Ja, da müsste ich eigentlich jetzt genauso reden, wie ich auch eigentlich immer mit meinen Mitspielern rede. Aber ganz ehrlich, wenn ihr euch die Videos bis jetzt schon angeguckt habt, die haben es verdient, dass man so mit denen redet. Weil so viel Unfähigkeit ist schon... Wo ist er denn hin? Hallo? War hier nicht noch gerade einer? Wie bist du denn da jetzt da hingekommen? Kannst du mir mal verraten? Kannst du natürlich sagen, ja, sag mal hier, ja, also das ist auch wohl übelst einfach, dass man den Quatsch hier alleine macht. Naja, nicht ganz. Schließlich ist das Challenge und im Challenge mache ich weitaus weniger Schaden. Ich freue mich sogar, wenn hier ab und zu diese Elite-Gegner ankommen. Das heißt ja nämlich, dass ich es einfacher habe mit meinem Set. Weil momentan mache ich halt nur Rüstungsschaden. Stein für Stein. Hallo? War hier nicht gerade noch was? Mann, das Ding verschießt Pellets, weißt du? Hat eine übelste Streuung und ich treffe immer noch nicht. Oh, die stehen ineinander. Kackbacken. Das ist zum Beispiel auch etwas, was mich so stört. Bei dem Spiel, aber von Seiten der KI.
dass das einfach manchmal so lächerlich ist, dass die Gegner ineinander stehen und sich gegenseitig covern. Stell mir vor, das wäre im Multiplayer möglich, dass die Leute ineinander stehen. Das wäre eine mittlere Katastrophe. Oh, fuck, ich muss jetzt dahin, aber das war eine doofe Idee, oder? Ja. Wo ist denn der Scharfschütze? Da oben ist der Scharfschütze, okay. Erstmal kurz hier den Grenadier weg. Er wirft eine Claymore. Ah, hättest mal die MP5 rausgeholt. Oh, der hatte nur eine Pistole, interessant. Bin ich ja mal gespannt, wie die Abwehrstellung so funktioniert. Für mich ist es auch ein bisschen gerade ungewohnt, da es für mich eigentlich normal ist, einen viel kürzeren Cooldown zu haben. Du schießt sie nicht, Alter. Nein, greif mal an. Ja, guck mal, die hat nur eine P45. Was will denn Willi hier? Willi, was willst du denn hier? Geh mal nach Hause, danke. Ey, wo will er denn hin? Der will zu den NPCs. Komm zurück, du Hässlicher. Hier spielt die Musik. Ups, jetzt stecke ich hier in dem Tisch fest. Boah. Schon irgendwie geil. Muss man echt mal sagen, dass man so einen krassen Schaden gegen Bosse macht. Gefällt mir übelst. Das hat schon ein bisschen was von übermächtig. Wiederhole, Rückzug. Die sind zu gut verstanden. Ich habe mich wirklich ruhig die Dinge verbraucht. Rückzug zu Kontrollpunkt Hector Alpha. Da habe ich mal eben einen Fusionsgenerator in der Birne und weiß gerade nicht, wo da die kalte Fusion stattgefunden hat. Sie rücken ab. Verdammt. Mal sehen, wie Bliss das verkraftet. Gute Arbeit, Leute. Ich bin verdammt. So eine Maske hätte ich viel lieber als so eine Schweinemaske. Allein dieses ganze Outfit sieht cool aus von der LMB. In diesem ganzen Drumherum. Aber nö. Nö. Gibt's heute nicht. So, das haben wir geschafft. Oh, da sind Rogues unterwegs. Dann will ich mal testen, ob meine Theorie funktioniert. Wir haben jetzt eine Granate, ne? Okay, mal schauen. Ja, 3 Splittergranaten dazu. Haben wir, also hat also genauso wieder geklappt. Ja, das sagt uns denn eins. Wir können eigentlich auch die ganze Zeit Grand Central spielen. Und, weißt du was? Nachdem ich jetzt mal die Granaten denn ausgeballert habe, weißt du, was wir machen werden? Ich werde mal durchrennen. Sobald unten auf ist, ich renne einfach mal durch, warte, dass die ganze Dinges da explodiert. Ob es möglich ist, weiß ich nicht, wegen dem Schaden der Gegner. Auf großer Entfernung. Wahrscheinlich werden sie mir übelst in den Rücken schießen. Aber wir probieren es einfach mal. Also es kann jetzt eine Menge schief gehen, ist halt nur mal ein Test, ob es geht. Weil wenn es geht, dann kannst du diese Mission halt ziemlich schnell speedrunnen. Um sie durch den Tunnel zu wenn sie drin sind, schalten sie die Geschütze aus und machen so den Weg zum Angriff frei. Alles, was danach kommt, hängt von ihnen ab. Alarm, empfange Funkmeldung. Das ist so dumm mit der Explosion, Alter, ehrlich, da kannst du mir nichts erzählen. Dumm bleibt dumm. Viper 2 antwortet nicht. Position halten, Viper One. Wir schicken Verstärkung. Oh, da kommt der Nächste. Was? Er hat das überlebt? Okay, dann werden wir hier nochmal ein bisschen jetzt schießen. Ich wüsste jetzt hier auch nicht, wo hier irgendwo Granatenlager ist. Die Klappe Ben Affleck. So, da ist jetzt offen. Den Schrotflinten-Hani mache ich noch platt. Dann rennen wir mal durch. Ich bin gespannt, ob es klappt.
So, jetzt habe ich nämlich schön Predator, das heißt, ich habe ein paar Sekunden Ruhe. Nur die hüpfen hoch, die hüpfen runter. Ich renne jetzt hier lang. Agent, im Kreuzfeuer ist eine Gasanlage. Ja, versuchen einfach mal durchzukommen. Wir versuchen einfach mal durchzukommen. Durch, 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 durch. Einmal kurz halten. Okay, sieht gut aus. Weißt du was? Wo ist er denn? Da ist er dann, mein Kleiner hier. So, einmal räuberisch zum Heilen. Und weiter geht's. Schon ziemlich schnell unterwegs. Eine gute Waffe ist zum Beispiel, statt bösartig drauf zu haben, dass du einfach empfänglich drauf hast, den Hai. Das ist auch eine ziemlich gute Waffe. Also ist jetzt nicht so wild. So, hier müssen wir jetzt noch ein bisschen kämpfen jetzt leider. Das geht jetzt nicht ganz so easy peasy vonstatten. Wahrscheinlich habe ich hier auch irgendwo mein Dings verbraucht und habe es nicht gemerkt. Die wollen es aber wissen, Alter. Bin nicht im roten Bereich, aber krieg trotzdem eine drauf. Ja. War jetzt nicht die Meisterleistung, aber auf jeden Fall akzeptabel. Auf einer Notenskala wäre das auf jeden Fall eine gute 3. Eine 4 ausreichend war es nicht. Das war schon befriedigend. Schlagen Sie sich zu unseren Truppen durch und machen Sie den Sack zu. So. Aber hier durchlaufen bringt ja auch nichts. Ne? Ab jetzt muss ich auch wieder jeden Gegner machen. Aber ich bin schnell dabei. Wir haben ein komplettes Gebiet ausgelassen. Da kann man doch mitleben. Wo ist denn hier der Pappenheimer? Da ist der Pappenheimer. Hallo, kein Symbol, aber trotzdem Schaden gemacht. Was ist da los? Achso, das Spiel kommt nur einfach nicht mit, okay. Ja, okay. Hallo? Alter, der Rückstoß der Knarre, ne? Da kannst du wie bescheuert nach unten drücken auf den rechten Stick. Will er nicht? Der hält dich knallhart oben. Heißt das denn mit anderen Worten, der rechte Stick hat Viagra? Also, vielleicht wenn ich nochmal so einen blauen Gummipüppel drauf mache. Einen besseren Grip. Vielleicht bringt das ja was. Hi. Nee. Nicht den Ellbogen, Alter. Lass mir ja den Ellbogen in Ruhe. Also man kann es speedrunnen jetzt. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir bei 10 Minuten. Ja, das Schöne ist auch, wir überrumpeln so ein kleines bisschen den Gegner. Das ist ganz okay. Weil manchmal stehen die NPCs ja auch nur echt rum. Das war gar nicht, das ist der. Ach, da ist noch ein zweiter. Okay. Hallo. So. Hat er gerade auf seinen eigenen Kumpel geschossen? Was ist er denn für ein Pisser? Okay, sieht gut aus. Muss ich mal im Nachhinein nachgucken, wie viele Minuten wir haben. Ich habe jetzt das nicht genau auf dem Schirm. Und ich glaube, wir sind bei 10 Minuten. Wäre natürlich schön, wenn wir ein bisschen noch kürzer sind. Aber im Grunde genommen sind wir, glaube ich, nicht, dass wir weiter sind. Also 15 sind es auf jeden Fall nicht, glaube ich. Na, kommt doch mal her, wo bleibt ihr denn? Wir essen seitig.
als wenn man auf Weltrang 1 spielt, ey. Ist ja der Hammer. Also manchmal, ne? Manchmal, da wünscht man sich, dass dieser Modus doch was für immer wäre. Nee, ey, hier nicht den Ellbogencheck, ja? Das mag ich nicht. Der Computer sagt nein. So. Ah, die HP und Kill. Ah, okay, da ist ein bisschen draufgegangen, die HP und Kill. Hat leider nicht ganz so geholfen. Aber wir probieren unser Bestes. Aber hey, war eine Schrotflinte. Können wir also sagen, okay. So, das war's wieder. Rückzug! Wiederhole! Rückzug! Die sind zu gut verschanzt! LMB-Truppen in der Grand Central! Rückzug zur Kontrollpunkt Sektor Alpha! Ja, ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch mal ein paar Mal das machen. Denn ich habe ja meine kompletten Phoenix-Punkte jetzt ausgegeben. Mal sehen, wie Bliss das verkraftet. Gute Arbeit, Leute. Ich bin verdammt. Denn ich wollte hier so richtig schön gemütlich mir ein paar Waffen nochmal umbauen. Das habe ich komplett vergessen. Dachte ich mir, ich benutze mal, das ist meine stärkste Showstopper. Ich habe mir hier nochmal ein bisschen was zusammengelegt. Ist zwar nicht das Beste, aber es geht einigermaßen. Und ja. Ich muss mal schauen. Auf den Urban, da hätte ich gerne zerstörerisch drauf, auf das Ding. Oder besser generell hätte ich zerstörerisch, aber naja, was willst du machen? Man kann halt nicht alles haben. Jo, also ich werde jetzt hier noch das ein paar Mal machen und dann sehen wir uns dann im letzten Run wieder. Wir schauen mal, wie viel müssen wir machen? Oh, warte mal. Da. Irgendwo habe ich das. Da, 5000 Gegner mit einer Schrotflinte. Der erste war bei 1000, der zweite, ja, dann 10.000. Ja, danke dir. Danke dir, liebes Spiel. Ich freue mich auch schon drauf. Da 50, das nächste wird nicht 75 sein, bestimmt 100. Wäre ja mal echt was Vorteilhaftes, wenn es denn nur... Was wäre so? Ach hier, das ist Boom. 100 Gegner mit einer Granate. Kannst du mal sehen, wie wenig ich mit Granaten spiele. So. Tatsächlich. So, einmal. Naja, gut. Ich mache jetzt weiter und dann sehen wir uns in der letzten Phase wieder. Bis gleich.